Spannende am Thema Blackout ist, dass wir den tagtäglich vermeiden, uns aber trotzdem damit beschäftigen, dass, wenn es mal sein könnte, wir auch in der Lage sind, das zu schaffen. Wir erleben kaum Stromausfälle. Damit haben wir bei unserer Bevölkerung eben kein Gefühl, sie müssten sich auf sowas Langanhaltendes vorbereiten. Heute muss auch jeder sich mal damit beschäftigen, was wäre wenn. Was ist eigentlich ein Blackout? Sofort fallen 33% aller uns bekannten Infrastrukturen aus. Innerhalb von einer Stunde kommen 50% dazu. Das heißt, nach einer Stunde stehen 80% der uns gewohnten Infrastrukturen nicht mehr zur Verfügung. Es sind alle Bereiche des öffentlichen Lebens betroffen. Ein ganz wesentliches Thema: Kommunikation. Das Internet, die Kommunikation, der Mobilfunk wird relativ schnell zum Erliegen kommen. Und das ist aus unserer Sicht eine der größten Herausforderungen. Und wenn es da Lösungen gäbe, wäre ich persönlich auch sehr dankbar. Nämlich, wie baut man eine dezentrale Kommunikation auf? Die Idee, die wir haben, ist, dass Nutzer ganz einfach wie heutzutage SMS verschicken können, nach dem Blackout ebenfalls ihr Handy verwenden können, um kurze Nachrichten zu verschicken. Und der Austausch zwischen Systemen, da wollen wir zurückgreifen auf sehr etablierte Systeme aus dem Amateurfunkbereich, die auch über größere Distanzen funktionieren, sogenanntes APRS, Advanced Position Reporting System, um damit unsere Nachrichten zu verteilen. Ich stelle die Trinkwassernotbrunnen, also diese Pumpen, die es in Berlin überall gibt, auf einer Karte dar, mit einer sogenannten Voronoi-Darstellung. Die zeichnet Polygone um die Brunnen herum, sodass man schnell sehen kann, welches der nächstgelegene Brunnen für einen ist. Irgendwann, wenn der Blackout dann so lange andauert, dann möchte man sicherlich auch Wasser haben. Und dann ist es schön, dass wir in Berlin eben diese Brunnen haben. Ich arbeite mit meinen Teamkollegen an einem Service, der es ermöglicht, im Falle eines Stromausfalls, wenn das Internet schon weg ist und nicht mehr funktioniert, es aber vielleicht das alte Handynetz, also das GSM-Netz, noch gibt, dass man in dem Fall die Leute, die sich gerade in dem Blackout befinden, hauptsächlich über SMS miteinander vernetzen kann. Scheinbar ist es so, dass in einer Gefahrensituation in der Großstadt Kommunikation tatsächlich das Wichtigste ist, was in den Anfangsminuten oder Anfangsstunden gesichert werden muss. Wenn ich einen Stromausfall habe, ist das eigentliche Problem, dass ich ja nicht weiß, wie lange bleibt der Strom jetzt weg. Aber man kann zumindest annähernd sagen, okay, das ist ein großes Problem oder es ist ein kleines Problem. Alleine diese ganz grobe Einschätzung könnte den Bürgerinnen und Bürgern ja vielleicht schon helfen, wie sie sich jetzt zu verhalten sollen. Ich möchte gerne, dass wir die Entwickler wirklich zu uns einladen, um diese guten Ideen auch mit unseren Kollegen zusammen zu prüfen und wirklich zu schauen, wie bekommen wir die umgesetzt.